Was ist denn? Das ist ein reiner Spinder, ein kleiner Schlitten. Das ist jetzt eine Pulka. Und auch einige Mischlinge. Dann sind natürlich auch die Strecken so. Da hast du kein Tiefschnee, nichts bei denen. Ne? Das ist alles geplättet hier, alles gemacht. Von wegen, dass da ein Hund irgendwas anstrengend arbeiten muss. Gar nicht. Überhaupt nicht. Wurde im Laufe der Zeit viel über die Abstammung des Hundes spekuliert. Ob Urhund oder Wildhund, viele wurden als Stammväter angesehen. Doch heute weiß man, dass der Haushund ein... Wollen wir gerade wissen, was? Auf alle Fälle derjenige, der sitzt, setzt sich dann hier auf den Sitzkäse. Füße vorne. So, als allererstes Partier 2. Da Name? Tobias. Tobias. Der Tobias sitzt und der Eugen steht. Dann wird gewechselt, ne? Geht es nur um die Ortsdurchfahrt. Festhalten kann sich überall. Eure Fotoapparat, euer Handy steckt das so ein, dass ich euch nachher an gewissen Stellen mal fotografiere. Ich hab da so. Dann schaue ich dann nur, pass auf, gebt mir mal den Fotoapparat. Das ist meistens irgendwo bergauf, wo er so ein bisschen was aussieht. So, damit wäre der Wagen dann gesichert hier. Das mache ich jetzt nochmal ab, damit wir das ordentlich aufstellen können. So. Der Gast, der Tobias, der Eugen, geht einmal hier um, damit ihr das mal seht, steht mit dem rechten Fuß hier und mit dem linken hier. Hier haltet ihr euch fest, links, rechts, ordentlich festhalten, weil wenn die anziehen, damit es uns nach hinten zieht, egal in welcher Situation, etwas leicht links, dass ich vorbeischauen kann und dann in die Kurven mit reinlegen. Natürlich nicht in die Rechtskurve so reinlegen, dass er mir vor der Nase seid, sondern wichtig ist, dass er mich mitgeht. Das Einzige, was wir da hinten haben, ist diese am Haus, diese Kurve, diese, die relativ reindrückt. Da kann auch der Sitzende richtig zack mit rüber, dass wir da gut durchkommen. Viel wichtiger hier dran ist unsere Hakenbremse. Das heißt also, ist ja klar, wenn es schneit, regnet, macht, und irgendwann blockieren die, rutschen die, auch auf Schotter. Die Hunde ziehen es weiter und dann ist hier Bedarf der Hakenbremse. Die Hakenbremse hat so eine mittelmäßige Wirkung. Also die Haken sind nicht allzu lang, weil wir sonst im Wald an den Wurzeln hinbleiben mit den Dingen. Ne? Also die habe ich mir so gemacht. Das heißt also, wenn ich dann sage, Eugen, Hakenbremse treten, ganz in Ruhe, dann gehst du ganz in Ruhe drauf, so hier, mit dem zweiten Fuß, gehst ein Stückchen vor, machst dich gerade. Wenn ich sage, Eugen, mehr Druck, dann ziehst du dich hier am Lenker hoch und drückst nach unten. Ne? Wenn ich sage, Eugen, Hakenbremse! Ja, das ist also, dann ist Bedarf. Gut, wenn ich sage, Hakenbremse lösen, heißt es, ich gehe mit dem Bein hier runter, entweder hier drauf oder hier drauf, ist egal, immer nach vorne schauen. Und dann ganz leicht hoch, nicht schnippen lassen, weil wenn wir stehen, nehmen wir die Hakenbremse auf, wenn die Leitrunde hört, blub, geht's auf und auf. Jawohl, einmal auf die Hakenbremse, mit dem rechten Fuß drauf, jawohl, so ein bisschen vorrutschen mit den Füßen, das ist schön, jawohl, und dann ziehst du dich hier dran hoch, wenn ich nichts sage, dann brauchst du dich auch nicht hochzuziehen, dann reicht das so, ne? Und wenn ich dann sage ziehen, dann machst du mehr Druck. Es ist auch so, wenn wir über Schotter fahren und bergrunter und irgendwo die Hakenbremse greift sich, dann denke ich natürlich etwas in den Straßengraben rein, dass die mehr Grip hat, ne? Waschaki! Gut, alles klar. Wie lange seid ihr da gefahren? 3 Stunden? Und 2,5. 2,5! Geht noch nicht mehr? Nur eine halbe Stunde? Nee, 110 Kilometer sind es, oder? Bis nach Nürnberg für uns. Hallo! Wenn wir erwischen, haben wir Zeit, fertig zu machen. Ich hab nicht gesagt, raus! Wir gehen jetzt einmal in den Weg.
Ja. Woody nicht? Woody nicht? Woody weg. Sender weg. Spike und Lakota laufen als zweites. Und die zwei da hinten, die zwei Zwerge? Ja. Sophie und Asko als vorletzte. Ja. Ne? Ja. Ja. Hasse ich ja, gell? Wenn die Dinger nicht. Ja, das hasse ich auch. Warte, ich Das kommt der Hals, da war ich der Fehler. Und das kommt da hinten. Das, was da bammelt, jawohl, jawohl. Sehr gut, jawohl, super. Und da hackst du ein, zwei, komm her. Ja, das. Lakota, kommt hier ran. Sit down, please. Füße an. Ich nehme den Nanook. Lass nur mal los. Kann immer mit meinen Daumen nicht so gut. Ja, die kommen mit den Kindern zurechnen. Der Opa hat den ja inne, gell? Ach, Glitzer. Das haben die geerbt von denen. Stopp. Lauf!
Aslan, bleib ja! Weil der beißt nämlich immer rüber, die zwei. Der mit dem Maul. Ja, die, nee, und der andere auch. Aber der andere kriegst du keinen Maulkorb ran. Okay. Achtung, Bein rechts. Beißt es jetzt immer. Hör auf! Hör auf! Ah, sehr gut, Aslan, fein! Ja, das ist. Wenn noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr älter sind, dann ist es weg. Und der Weiße hat immer angefangen, weißt du? Und dann hat natürlich der andere mit rüber gemacht. Dann hatte ich andere Hunde hintergebunden, die haben sich natürlich dann gestresst gefühlt. Ne? Ja. Da haben die eine neue Reihenfolge, oder? Ja, ja, und jetzt habe ich den erstmal Maulkorb rumgemacht, bis wir da oben an unserer Stelle sind, weißt du? Bei dem Hotel. Und dann kriegt er den ab, weil er natürlich keine Luft kriegt mit dem scheiß Ding. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, bei dem Wetter gehen die jetzt keine spazieren wahrscheinlich. Langsam, auch Knut, lasse. Da freuen sie sich. Stopp! Stopp! Ja, aber die haben ordentlich reagiert. Das war noch einer von eurer Ecke, gell? Ja, richtig. So, Achtung, wer vorne kommt. Die Kurve dann. Langsam. So, jetzt legen wir uns schön links rein. Vollspeed. Sehr gut, Jungs. Sehr gut. Ast rein. Wunderbar. Immer in Gedanken, Haken, Bremsen, ja. Einsatzbereit sein, auch wenn es Asphalt ist. Okay. Weil die fordern meistens, wenn irgendwas sein sollte, so rüber. Okay. Dann hat man dann Grip, ne? Jetzt so. Rechts und links. Auf geht's, Männer. So, das haben wir ja vorhin im Video gesehen, ne? Das war der Start. Jetzt kommen wir an unsere Pickelstelle. Revier markieren oder warum? Nö, weil, ja, wenn dir jeden Pinkel lassen würdest. Stopp! Ach, freilich! Gut, und geht's. Lauf links vorbei! So, alles erledigt da. Jetzt will ich gerade die Kreuz vor. Ja, lauf, 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 lauf! 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 Und Bibi machen! Auf Kommando! Ja, fein bieseln, ich halt den nochmal an. Will keiner. Ja, ich stehe 100 Meter weiter. Und okay, und lauf. Ach, stopp, nee, ah, stopp. Hakenbremse. Der Maulkorb, achte. Ja. So ein böser, ne? Papa, hier. Ja, jetzt kommt der runter, der Maulkorb. Arthrose, sei ruhig. So, okay, Hakenbremse leicht lösen. Da. Und lauf! Ja, jetzt hab ich natürlich. Lauf! Hab ich mein Handy dabei? Ja. Lauf! Und das ist nämlich das Problem. Du musst den lernen, wo sie zu pinkeln haben, ne? Ja. Nicht wo sie wollen. Ja. Gut, die Sophie, die muss jetzt mal, das ist klar, das ist was anderes. Weil sonst machen die Rüden, was sie wollen, ne? Ja. Dann pinkeln die da, wo sie der Meinung sind und du bist am Berg und stehst und die anderen und lauf, reißen sich die Kraft raus. Und oh, die kleine Sophie, wie die arbeitet, hä? Mit dem Steg da hinten, die, mit dem blauen. Wenn du gute Muskulatur um die Gelenke hast, hast du natürlich auch keine Probleme mit den Gelenken. Ja. Was heißt lange Spaziergänge? Ja, sagen wir mal, was wir immer so machen mit den Waben, so zwischen 5 und 7 Kilometer dann. Ne? Aber langsam. Und Temperatur, je wärmer es wird, desto kürzer. Ja. Dann links. So. Habt ihr heute Glück, dass Frost ist?
sehr massiv hier. Da ist normalerweise der erste schon. Das ist natürlich auch blöd für die Füße, für die Hunde. Das ist immer so langsam. Schön langsam fahren, dass sich da keiner den Fuß verknickt. Ja. Ja, guck nach vorne, du Blödi. Also. Junghund, ne? Guck nach vorne. Ja, das reicht schon aus, dass er da irgendwo sich verrenkt. Dann hast du ein Problem. Wie machst du das jetzt bei dem Wagen mit dem verletzten Hund, wenn du den nicht mitnehmen kannst? Ja, muss ja einer auf den Schoß nehmen. Okay. Also legst du vorne bis zur Straße und dann kann er die Ute anrufen, weißt du? Okay. Wir haben schon einen gehabt, der hat sich unterwegs einen Ast, der ist hochgegangen vom Vorgänger, in die Rippen gejagt. So, immer Hakenbremse gewärtig sein, ne? Max, langsam! So, steigen wir auf die Hakenbremse drauf. Ein Fuß erst. Okay. Aus? Nee, reicht so, ein bisschen mehr. Oh, jawohl, reicht, reicht, reicht. Soll auf meiner Geschwindigkeit bleiben. Eigentlich wieder runter von der Hakenbremse. Jetzt ist wieder fest, mit dem Fuß ordentlich Stand zu. Jawohl. Wunderbar. Wunderbar. Hier fährst du auch nochmal mit dem Schlitten durch. Nee, eine andere Strecke. Schlitten habe ich oben im Thüringer Wald welche, wo wir einfach höher liegen und mehr Schnee haben. Und die Hunde dann einfach mal ein bisschen Abwechslung haben, weißt du? Weil ja doch irgendwann die Hunde sie kennen. So, Achtung, Hakenbremse bereit machen. Genau, mit einem Fuß drauf gleich. Gut, kannst wieder runter. Blöd mit den Pfützen, schneiden sich die Füße auf. Lauf! Ich halte schon noch an, wo ihr pinkeln könnt. Hier musst du immer mit rechnen, dass irgendwo aus dem Wald geschossen kommt. Wildschweine, Rehwild, Naxes. Ja. Hakenbremse, langsam. Ja, so war das bei dem auf dem Schlitten, und zack, war er unten. Oder bei der Frau, weißt du, wo das rauskam. Dann die ziehen mit einmal an, und dann zieht ja auch der Asko an, der sonst nicht zieht. Weil er ja, wenn es ums Blödsinn machen geht. Haben die jetzt was gewittert, oder? Ja. Wenn ich alleine fahre, da habe ich ja vorne immer die Näpfe mit drin und die klappern dann. Ja. Also, und dann. Je lauter das ist, desto besser. Manchmal quietschen auch die Bremsen, das freut mich eigentlich immer. Schlecht fürs Video, aber für das andere Wild ist es halt immer. Ja. Ein Glöckchen oder sowas dranhängen. Wahrscheinlich, genau, ein Leithund vorne. Kling, 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 kling. Ja, nach dem dritten Mal werden die sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen, die Wildschweine.
Okay, kannst du wieder lösen. Ah, da siehst du mal die Kraft, gell, von denen. Ja. Sehr gut gemacht, Jungs. Stecken bleiben gibt's nicht. Da waren wir schon komplett weg im Schlamm. Und das sind 2-3 Minuten, bis sie sich wieder konzentriert haben und dann. Das ist trügerisch. Zungen raushängen, langsam, weißt du? Wissen Sie genau. Oh. Ja, jetzt kommt's wieder. Lauf! Und Bibi, fein Bibi machen! Und bieseln! Jetzt wird keiner wieder. Bis da oben siehst du schon so die Höhenlagen, wo wir mit dem Schlitten überfahren, geradeaus im Thüringer Wald, das ist so 750. So, können wir auch hören, ob ein Auto kommt. Achtung, es geht weiter. Feinlauf! Wenn wir auf der Straße sind, dann drehen, dann tun wir das erste Mal tauschen. Und rechts! So, Wechsle, stopp, so, kurzer Wechsel, jawohl, gleich vorne draufsetzen wieder, damit wir wieder Gewicht haben, so, super, wunderbar, okay, und lauf, eingemacht. Max langsam. Ein gerade. Und links. Ja, ja, ich halte gleich mal an. Vorne kommt nämlich noch irgendwo ein Wassergraben. Klingt davon von der Straße. Asko, du ziehst doch heute auch. Los. Würden die eigentlich auch darauf hören, wenn die irgendwas sagen? Ja, ja. Ja? Das ist wurscht. Wenn ich dir die Mannschaft gebe und sage dir die Befehle, ja, und was du so den Tagesablauf, weißt du, den sie gerne haben. Ja. Mixle, komm, den musst du schnell überlaufen. Plott. Jawohl. Auf geht's! Super! Fein gemacht!
Ja, das Bike mit seinen 12 Jahren, ne, der zieht mit Ochsen noch durch. Also wenn wir nachher in die Berge reingehen, nachher müssen wir so 200 Höhenmeter hoch, dann geht es richtig steil. So, was auch noch schwierig ist zu lernen, wenn in der Seite ein Graben ist und die wollen alle trinken, ne? Da sollen sie eigentlich nicht reingehen. Mal sehen, was klappt. Stopp! Hey! Drauf auf die Hakenbremse. Ja, das ist auch ganz, ganz schwieriger. Die haben natürlich jetzt durch wie die Sau. Jetzt muss ich denen natürlich auch was geben. Und da hat man nämlich mal eine Begebenheit. Der liegt schon. Und die haben nämlich mich mal mit dem Schlitten ins Wasser reingezogen gehabt. Warte mal, tu mal den Fuß runter. Und ich habe Gäste drauf gehabt. Die haben alle im Wasser gelegen. So, du bleibst voll auf der Hakenbremse. Ja, erstmal die großen her, die Wasserfässer. Die haben da 2 Liter gleich ausgesoffen. Tag. Ja, nimm. Das ist gut. Du musst aber saufen. Pass auf, die fangen gleich wieder an und... Achtung, die ziehen gleich an. Stopp! Stopp! Arthrose springt nämlich immer rein. Guck, der mit der Arthrose, der haut am meisten rein. So, Tobias, langsam von der Hakenbremse runter. Okay, und ja gut. Den Fuß nach hinten. So, festhalten. Und lauf! Feuer! Hey! Aslan! Also das ist immer, der Asko ist immer ein guter Ratgeber, wenn irgendwo was ist. Wenn der zieht und die Ohren spitz sind, dann ist irgendwo Betrieb auf der Ranch hier. Weißt du, und dieses hast du halt, wenn der Schnee liegt, nicht, wenn es zu ist, ne? Ja. Dann riechen die nichts, dann ist alles dicht.
oder jedenfalls weniger. Ja. Oh, hast du gesehen da vorne? In der Kurve ist was angerannt. Und zwar entweder kam es da oben raus oder da raus. Ich muss es hier lang. Oh, merkst du es? Ja. Ich hab's doch gesehen. Irgendein Reh oder irgendwas war oder Fuchs. Ja. Zack, haben die Spur, gell? Ja. Schon in der Nase. Ja. Ah, das ist die Warnung im Wald hier. Ja. Vogel warnt das Wild, hier kommen die Wölfe. Deswegen auch immer die umfangreiche Einweisung, weißt du? Ja. Und lieber am Anfang ein bisschen mehr gesagt, als wenn da auf einmal. Ja. Ja, einfach raufsteigen und losfahren jetzt nicht. Das ist klar. Ich habe ja auch ein, zwei Kollegen in Thüringer Wald, die lassen die Leute selber fahren mit 4 Hunden. Ja. Aber da ist keine Emotion mehr bei den Hunden da, weißt du? Die sind mittlerweile so abgestumpft. Ja. Und ich sage, selbst wenn ich hier 4 ranmache an den Wagen, kriegst du die nicht. Die haben 300 Kilo Zugkraft, die guten 350, da bist du immer noch bei 1,5 Tonnen. Ne? Ein geradeaus. Ja, linkes Rad bremst ein bisschen mehr und das rechte nochmal noch. Hey! Pfui! Lakota! Klein nach hinten degradiert, Freund. Ja, ja, Spike. Und rechts. Lauf, 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 lauf und stopp. So, Fototermin, Männers.
draufbleiben und mir ein Fotoapparat geben. Geht es so mit die Füße? Ja, ja. Oder ein bisschen eng? Nee, passt schon. Geht. Das muss ich noch ein wenig anders konstruieren, ja, da unten mit dem Rucksack. Hier ein Knopf oder. Ja, okay, das kann ich. Oder den da hier, gell? Ja, oder auf dem Display. Ja. Mixle. Klar, die wälzen sich natürlich jetzt in dem Raureif, weil sie schwitzen, wie die soll. Knut, Knut, Max, hey Max. Miss Peggy. Die Sophie. Aslan. So, festhalten und Kopf zu mir. So, danke. Nächstes. Foto. Stopp und steh! Jawohl. Ja, ja, geht ja gleich weiter. Ja, ja. Hör auf! Hör auf! Alter Freund, dein Gekläffe hier. Du weißt doch, so lange wie es dauert, dauert's. So, zu mir Kopf drehen. So, hier. Hör auf! So. Wollen wir mal sehen, ob der nicht. Leuchtet denn die Kamera überhaupt? Bitte? Leuchtet die Kamera? Blinkt, ja. Ja, die blinkt. Gut, super. Alles schon passiert. Dass ich den gar nicht eingeschalten hatte. Spike! So, Männer, seid ihr bereit? Jetzt müssen wir den Berg hoch hier. Und das geht aber noch nach. Und lauf! Hin, da sagt sie der Asko. Oh, ja. Dann lass ich doch die Leine wegen durchhängen. Spikey! Ha, feine! Wie der Rote buckelt.
mit seinen 12 Jahren. Ja, Spike, schon du dich weg. Lass die anderen mal was machen hier. Jungvolk hinten. Ach, ich wollte doch den Nanook die andere Seite bringen. Und rechts. Ach, du merkst ja den der Kleine vorne. Ja, da hängt was runter, oder? Ja. Stopp! Geh du mal vor, machst bei Max vorne mal diese Neckleine, die da hängt, ab einfach. Wer ist der Max? Ganz vorne rechts, der Leithund. Genau, die bringst du mir. Machen wir nachher wieder dran. Wunderbar. Das ist einfach nur, dass die an der Leine bleiben vorne, oder? Die vorderen, dass sie zusammenbleiben, dass wenn es irgendwo ein Hund oder irgendwas ist, die nicht auseinandergehen und dann so ein Baum dazwischen ist. Ach so, ja. Und lauf! Und bei den anderen ist es so, dass die Mittelleine beim Schnelllaufen nicht schwingt. Hauptsächlich auch. Ja, ach so, ja. Wenn ich aber jetzt querfeld einfahre, wie vorhin eigentlich, aber da kenne ich ja den Weg, sondern manchmal auch so, wo viele Äste sind, dann mache ich immer eine Reihe von den Hunden weg, dass die besser ausweichen können, weißt du? Mhm. Weil sie können ja nur bedingt ausweichen. Ja, ja. Jetzt kommt. Jawohl, fein, der Max in der Knut, super. Ja, da fahren wir so von Ende Oktober, wenn es bis Mitte März geht, um die knapp 4.500 bis 5.000 Kilometer mit den Burschen. Meistens sind es so knapp 200 Kilometer in der Woche. Und Dienstag nicht? Nein, Montag, Dienstag nicht. Achso, und sonst nicht. Weil Mittwoch und Donnerstag habe ich frei. Da habe ich aber immer mal, manchmal vergisst du auch einen, weißt du? Ja. Wo du sagst, ach, den wolltest du doch schon mal fahren. Und dann habe ich immer den Dienstag noch einmal als Not am Mann, ne? Ja. Aber Montag, Dienstag habe ich auch immer ein bisschen gerade wenn Schnee liegt, mit dem Skischleifen und so tun, da kommt viel vom Verleih zurück. Ja. Und Donnerstag wird halt dann immer viel geholt und sowas alles. Ja. Oh, oh. Stopp! Nanook, Häufchen, komm, mach. Ja, so schnell kann ich nicht reagieren. Nanook. Mal weiter okay. Und lauf. Gut. Stopp! Ja. Zweiter Versuch. Oh, fein! Macht der Häufchen, ja klasse! Jawohl! Lass doch mal den hier! Morgenschiss braucht Zeit, gell? No. Na, Nanook, alles klar? Okay! Ja, die Berge hier hoch, da merke ich schon, dass ich da etwas leichtere Sachen drauf habe als sonst. Im Sommer, wenn es wieder
über 25 Grad ist, dann hast du eigentlich die schönste Zeit, weil dann halten sie die Klappe. Ja, gut. Dann raufen sie auch nicht, ne? Ja, ist super. Wie vorhin, wo wir da Einweisung gemacht haben. Ja. Da waren sie schon wieder weg, sind sie so aufgeregt. Der Weiße hier, der dann manchmal rüberbeißt auch, ne? Ja. Dass er einfach vor Aufregung irgendeinen zwickt. Na gut. Wenn der irgendeine lässt sich natürlich nicht gefallen und zwickt zurück, ne? Ja. Und sofort hast du den Tumult beieinander. Aber ich hoffe, dass der Weiße sich das noch ein wenig. Da ist halt auch in der Pubertät drin im Moment. Ja. Rechts. Und das merkst du ja, mit einem Jahr haben sie immer mal so einen Durchdreher drin. Ja. Und dann mit zwei Viertel auch nochmal. Und da ist eigentlich meine Erfahrung geworden, so mit drei wären sie eigentlich lamm rum. Aber eigentlich, die ich bis jetzt hatte, jetzt habe ich ja immer noch Hoffnung. Aber bei dem Weißen weiß ich halt nicht, was reingemixt worden ist, weißt du? Ja. Da ist schon ein Husky drin, aber was das andere war, weiß keiner. Ja. Vor allem, wenn sie anziehen, sind sie in der Sekunde alle mit einmal, ne? Ja. Da ist kein Trödler dabei oder so. Ja. Das ist erst der eine und dann der andere. Nö, nö. Der Leithund sagt, hier ist was, dann ja. Hakenbremse bereit halten, nur vom Kopf her erst nochmal. Ja. Den Weg hatten wir mal, ja, wo es nass war, Hakenbremse runter und eine Querwurzel erwischt. Da geht das Ding nicht vor und nicht zurück. Ne? Aus dem Rucksack vorne, Axt raus, Wurzel zerhackt. Da rechts unten sind wir im Prinzip jetzt im U hochgefahren. Aus der Senke ganz unten sind wir gekommen. Also. Ja. Drüben beim Horizont ist der Thüringer Wald. Das Dunkle. Da sind wir so. Randgebiet, das oder? Ja, das, du hast im Prinzip noch mal so ein großes Tal dazwischen. Ja. Mit 5 Kilometer Luftlinie so. Und dann ist das noch mal wie so ein kleiner Thüringer Wald hier, nur in Miniform. Ne? Geht es hier hoch und hinten runter. Und hier hinten geht es dann eigentlich schon ins fränkische Hügelland. Okay. Da beginnt dann hier Bayern und Franken und Coburg, Rodach und sowas alles. Und da ist es dann auch in Hildburghausen hinten rüber komplett anders. Die ganze Natur ist dann anders. Mechsle, trügerisch, die Jungs. So, ja, okay, so, auf die Hakenbremse, Asko, komm her, ich mach dich los. Machen wir die Asko-Show. So geht die Asko-Show. Echt. Max auf deinem Platz. Ihr müsst schon vorne bleiben als Leithunde. So ist er fein. Auf dem Haken bleiben ordentlich, sonst seid ihr ja verschwunden. So ist er fein, jetzt kommt er mal hier rüber. Ja, super. Okay, Aslan.
Und dann ist er auch hinterher, wenn du ihn abmachst im Zwinger, immer so eine halbe, dreiviertel Stunde noch ziemlich auf. Ziemlich geladen, der Kunde. Da hört das auf, wenn du ausmachst. Asko! Showtime ist beendet. Komm! Hierher! Komm her! Das ist dann, wie sagt man hier, Zugabe. Manchmal dreht er sich so lange, dass er gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Ruhe, der Asko ist noch nicht fertig. Ich kann doch nichts dazu. Asko, jetzt Feierabend, wir wollen weiter. Komm, hier. Ja, komm her. Asko, hier. Ja, ja. So viele. So, konzentriert euch jetzt wieder. Männers. So. Seid ihr bereit? Okay, langsam die Bremse kommen lassen. Super und Achtung, fertig und lauf. Oh, wir werden schon Stock im Schlepptau. Meckle, stopp! Wir haben einen Stock im Schlepptau. Okay, und lauf! Ja, ja, jetzt können wir weiter. Sophie, konzentrier dich. Guck da vorne, Sophie. Jetzt müssen wir einen Berg auf wie hier, komm. Widerstand. Stopp! So, hier wechseln wir nochmal ganz fix. Max, bleib auf deinem Platz. Leithund. Super. Ach, na scheiße. Brille kannst du jetzt brauchst du jetzt glaube ich nicht mehr. Jetzt haben wir hier. Kommt kein Schnee mehr. So. Und lauf! Da vorne müssen wir durch. Die Äste, ganz fein. Jawohl. Rechts vorbei. Rechts vorbei. So ist fein. Super. Fein gemacht. Feiner Max. Hier. Links.
Geradeaus, links und geradeaus. Geradeaus. So ist ein feiner Mix. Ah, super Mixle. Fein gemacht. Fein, fein. Und rechts. Stopp. Stopp. Raus. Lauf. Raus. Lauf. Knut, spinnst denn du oder was? Eugen, geh du mal vor und machen wir den Knut wieder beim Max fest. Geht da in das Eis rein, spinnt denn der oder was? Die anderen sehen es doch, wenn der Chef das macht, dann gehen wir auch rein. Ja. Ne? So, pass auf, jetzt machen wir nochmal Wechsel. Du kommst hinter zu mir, du setzt dich gleich, Eugen. Okay. Jawohl, super, wunderbar. So, seid ihr bereit? Alles klar, gut, fertig machen zur Abfahrt. Okay. Und lauf! Ja, Eugen, da musst du wahrscheinlich entweder mit 50 dann in den wohlverstehenden Ruhestand, weißt du, oder durch andere Sachen vom Arbeitgeber unabhängig werden. Es ist allgemein, wenn man berufstätig ist, ist es, glaube ich, schwierig mit so einem Hund. Mmh. Ja. Ja, wenn du überlegst, ist bei mir ja alles Zufall und Glück und nie geplant, weißt du, da wäre eher wahrscheinlich mit meinem Gleitschirmfliegen das weiter geplant gewesen. Und aber hauptberuflich war ja auch der Fahrradladen eigentlich immer. Aber wirklich, wenn da nicht das mancher kleine Haken im Leben, gell, macht Riesenveränderung. Ja. Ja, dann muss natürlich das Umfeld passen, die Infrastruktur, weißt du? Da oben im hohen Norden, teilweise darfst du gar nicht mehr mit vierrädrigen und dreirädrigen Wegen fahren. Überall, wo viel Bevölkerungsdichte ist. Ist ja klar, wenn mir hier fünf Jogger und Fahrradfahrer und Inlinerfahrer entgegenkommen, ne, dann hast du natürlich irgendwo mehr Probleme als hier bei uns. Ne? Ja, okay. Und das alles, und dass du dann natürlich mit dem Wagen direkt von daheim losfahren kannst, das ist natürlich ja optimal. Ah, kannst du auch vom Hunde Greenhorn. Aber da kannst du ja dein. Ist da Wissen niemals ausgereizt. Da kommen ja viele Hunde, sagen wir mal, Spezialisten auch zu mir, weißt du, machen das, gerade die mit Hunde zu tun haben. Da waren Hundepsychologen, da waren. Die Schranke ist offen, das ist gut. Naja, Mixle. Ja, die zwei Mädels, die Fracht erst zu Hause hätte.
noch zwei Hunde raustun, zwei andere rein und eventuell sogar noch zwei raus. Weil die haben wir nichts auf der Rippe. Das ist ja hier wie ein Empfangskomitee. Langsam. Oh. So, Tobias drauf auf dem Haken. Eugen, du bleibst sitzen. Spike ist noch im Zwinger und die sind ja spazieren. Ja. Ja, vorne entgegengekommen, vier Stück, wo ich muss, wenn ich zurück habe. Ja, genau. Du machst aber Kohle am Bord, ne? Die frische Luft macht Hunger. Ja. Die frische Luft. Kleiner Mann. Die muss ja auch schon weg sein. Ja, aber zu müssen. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Die kommen immer. Aber ich habe fleißig hier oben, ich bin hier hoch und dann ein bisschen zum Wald, dann links. Und fleißig eure Spuren gesehen. Reingefangen, okay. Psst. Rudi, nein! Wir binden an jetzt, Moment. Ja, ich mach's alles drinnen fest und dann können wir sie zum Füttern dann an. Thank you.